Frage Nummer 22 betrifft die Reaktion der Bundesregierung auf die Androhung eines möglichen militärischen Vorgehens der USA gegen Venezuela. Herr Staatsminister. Herr Präsident, lieber Kollege Hunko, die Bundesregierung steht mit der US-amerikanischen Regierung in einem kontinuierlichen Austausch, insbesondere zu Venezuela. Wir setzen uns gemeinsam mit unseren Partnern, auch mit den USA, für eine friedliche Lösung des Konflikts in Venezuela ein. Und wir rufen ausdrücklich alle Seiten zum Gewaltverzicht auf. Haben Sie eine Nachfrage? Ja. Teilt, Herr Staatsminister, die Bundesregierung die eindeutige Auffassung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, dass die Androhung von militärischer Gewalt, wie sie ja vorgenommen wurde, seitens der USA und die Androhung, Maduro in das Foltergefängnis Guantanamo zu schicken, dass das ein eindeutiger Bruch des Völkerrechts ist? Und ist die Bundesregierung bereit, sich von solchen Drohungen zu distanzieren? Herr Präsident, lieber Kollege Hunko, ich habe schon darauf hingewiesen, dass die Bundesregierung das Gutachten des Deutschen Bundestages zur Kenntnis nimmt. Wir machen uns die Inhalte deshalb grundsätzlich nicht so eigen. Wir nehmen das zur Kenntnis. Und ich habe auch schon hervorgehoben, worum es uns geht. Es geht uns um eine friedliche Lösung dieses Konfliktes. Wir treten für den Gewaltverzicht aller Beteiligten auf und wir drängen auf eine politische Lösung, an dessen alsbaldigem Ende die Neuwahlen stehen und die haben, demokratisch, frei und fair zu sein. Vielen Dank. Nachfrage von Frau Vogeler. Haben Sie Ihre zweite noch nicht gehabt? Also Sie haben zwei Fragen hintereinander gestellt, aber noch nicht zur zweiten Frage die zweite Nachfrage. Bitte sehr. Schließt dann die Bundesregierung eine mögliche Unterstützung, weil es steht ja im Raum, eine militärische Intervention in Venezuela seitens der USA, schließt die Bundesregierung eine direkte oder indirekte Beteiligung an einer solchen Unterstützung aus, an einer militärischen Intervention in Venezuela aus? Herr Präsident, lieber Kollege Hunke, ich weiß nicht, wie ich es noch deutlicher sagen soll. Wir treten für eine friedliche Lösung ein und eine friedliche Lösung verzichtet auf militärische Mittel. Und das ist die Haltung der Bundesregierung. Danke. Zusatzfrage, Frau Vogler. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Staatsminister, das sehen ja offensichtlich nicht alle Verbündeten so, wenn man die Äußerungen, die der amerikanische Außenminister Mike Pompeo auf Fox News gemacht hat, in Betracht zieht, der ja schon jetzt sozusagen eine militärische Drohkulisse oder eine interventionsvorbereitende Erzählung schafft. Indem er zum Beispiel erklärt hat, dass in Venezuela aktive Zellen der Hisbollah seien, die die Bürgerinnen und Bürger der Vereinigten Staaten unmittelbar bedrohten, wogegen man die Bürgerinnen und Bürger der Vereinigten Staaten dann eben auch notfalls militärisch verteidigen müsse. Das scheint für mich ja eher so eine Geschichte zu sein, die mich an so manche Brutkastenlüge oder Hufeisenpläne erinnert. Aber nichtsdestotrotz, es ist offensichtlich so, dass in den USA schon argumentativ vorbereitet wird, militärisch zu intervenieren. Und deswegen frage ich Sie, verfügt die Bundesregierung über eigene Erkenntnisse, was aktive Zellen von Hisbollah angehen? Und würde sie dies als berechtigte Verteidigungsfall für die USA gelten lassen oder ihrem Verbündeten da entsprechend in die Parade fahren? Herr Präsident, Frau Kollegin, ich kann zu diesen sogenannten Erkenntnissen nichts sagen. Mir liegen jedenfalls keine eigenen Erkenntnisse dazu vor. Mir scheint, dass die größte Bedrohung für die Sicherheit der Menschen in Venezuela Herr Maduro ist. Vielen Dank. Als letzte Frage, nein, ich lasse Ihre Frage nicht zu, sondern rufe als letzte Frage Nummer 3. Die Zeit ist nämlich gleich um.